Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu The Crew. Ja, wir gucken uns mal wieder The Crew an, weil wir alle, die ab und zu mal bei The Crew reingucken, bis 12.06.2017, die kriegen auf jeden Fall Belohnung für The Crew 2. Und ich dachte mir, okay, schaust dir das an. Es soll auf jeden Fall ein Ferrari 458 geben, ein Maserati Gran Turismo, ein Ford Mustang GT 2015 und Ducati etc. Ja, die soll man dann auf jeden Fall bei The Crew drin haben und ich drücke einfach mal Start. Es ist aber nicht wichtig, ob ihr jetzt The Crew Calling Units oder All Units habt oder dieses White Run, heißt das so? Genau. Das ist überhaupt nicht wichtig. Ihr braucht einfach nur das Standardspiel, müsst auch so ein paar Aufgaben erledigen und ich wollte einfach nur mal hier ins Spiel gehen und mal gucken, was es da alles so gibt. So, und das dauert natürlich immer. So, hier einfach mal F3 drücken, dann ist diese komische Anzeige dort unten weg. Und man kann auch den Fortschritt im Spiel sehen, aber auch so in der oder auf der Website. Jetzt schauen wir mal, was gibt es. So, Zammer, das ist es nicht. Ich finde dieses System doof. Ja, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir gar nicht. So, Herausforderungen, kann man hier irgendwas machen? Das sind die ganz normalen Standard-Herausforderungen. Hier kriegst du noch ein paar Punkte. Das. Ist auch nicht so wichtig. Und was sehen wir denn hier? Nee. Warte, was willst du denn? Nein, B. Jetzt wollen mich ja irgendwelche Leute hier noch einladen. Wo gibt's denn sowas? Warte mal, wo haben wir das alles? Das ist es nicht. Ich wollte jetzt die ganzen Anzeigen nochmal sehen. Jetzt hat er mich total aus dem Konzept gebracht hier. So, hier, mittelste Maustaste. Nicht Maustaste, sondern Controller. So, wir schauen mal. Ach, das sind die Leute, deswegen. Aha. So, hier sind dann irgendwelche Aufträge. Das sind die ganz normalen. Hier sind auch die ganz normalen. Irgendwie sollte man das hier auch sehen können. Willkommen. Tja. Auf jeden Fall auf der offiziellen Website oder seht ihr das. Ich habe schon ein paar Fahrzeuge freigeschaltet und wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel, fahren mal eine Runde und so wie es halt mal wieder ankommt, das Spiel, werden wir definitiv auch mal eine Runde drehen. Hier hatten wir das letzte Mal Pause gemacht mit Moses. Und es sind immer noch Leute hier unterwegs, also ich habe es ja schon gesehen, wir werden mal das Auto wechseln, weil wir wollen ja den Ferrari 458. Ich glaube, es kommt bald so ein Ferrari 488, ne? Kann das sein? Ich glaube, der hieß so. Und da muss ich sagen, der sieht ja richtig mega aus. So, schauen wir mal. Wenn wir schon so vom Ferrari reden, mobile Garage, werden wir uns mal einen Ferrari angucken. Das ist der 458 Italia. Der sieht quasi genauso aus. So ein bisschen, ne? Ein bisschen. Schon ein bisschen aufgemotzt. Da sind solche Aufträge drin, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wie zum Beispiel fahre mit dem teuersten Auto, also eine Spritztour, also nur ausleihen. Aber wenn wir schon hier sind, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein kleines Rennen starten können, weil, tja, warum nicht, ne? Story-Mission? Nee, wir schauen mal, ob wir hier irgendwelche Sachen noch machen können. Herausforderung. Nee, sowas will ich auch nicht. Fraktion. Okay. Hier müssen wir mit dem Golf fahren. Hier können wir mit dem Porsche fahren, da gehen wir doch einfach mal hin. Wegpunkt setzen. Und fahren jetzt einfach mal. Einfach mal ein Rennen machen. Warum bis 12.06. Das kann durchaus sein, dass wir da vielleicht das Spiel erst sehen. Ja, dass es dann erst kommt. Das Neue. Hieß ja, glaube ich, erst im März. Und dann hat man es wieder verschoben. So richtig sagt, okay, na, wann es kommt. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf The Crew. Oh, ich will jetzt immer... Ui, ich will jetzt immer so driften wie bei Need for Speed. Da will man jetzt ja auch so langsam diesen
Fakt reinbringen, dass Leute gemeinsam auf dem Server sind. Ja, bis zu 8 Leuten. Ich weiß gar nicht, wie viel hier oben sein können insgesamt. Aber wenn es denn soweit ist, werden wir bei The Crew auf jeden Fall so ein Community-Rennen machen. Da gibt es ja auch richtige Rundstrecken, Rennstrecken. Vielleicht kann man da separat was aufmachen, wo wir eine Runde drehen. Ohne Rumba, weil Rumba ist einfach zu gut. Und Moses, der macht einfach nur... Der hat immer an. So, wir gehen einfach mal hier rein. Und ich will ja mit denen jetzt mal eine kleine Runde drehen. Mal sehen, wie lange es geht. Eine Stunde. Nee. Eine Stunde will ich auf jeden Fall nicht machen. Wollte eigentlich nur sagen, hier, ey, da gibt's was. Eine Stunde. Wo haben wir denn hier was? Dann müssen wir mal schnell... Hier. Aber das ist hier Gelände, ne? Oh, ey. Diese ganze Einblendung manchmal hier. Das ist Gelände. Kann ich das nicht irgendwie filtern? Filtern. Ja, und zwar... Nach Checkpoint rein. Rennen. Habe ich es jetzt hier filtert? Hier ist so ein Dingslobby, ey. Ja, das ist doch hier, ich denke mal, Blitzreise. Das würde ja hinkriegen. 10 Minuten. Und dann geht's los. Ja. So, was sagt er uns hier? Einzelrennen. Und ich hoffe, ich bleibe jetzt bei dem Wagen. Siehst du, er wechselt das zum Porsche. Naja, gut. Dann fahren wir meinen Porsche hier. Oder Ruf heißt er ja immer noch hier im Spiel. Ich denke mal, beim nächsten wird es dann noch einen Porsche geben. Vielleicht als Pack. Als Porsche-Pack. Und jetzt geht's. Yippie, yo, Schweinebacke. Attacke, Hü. Mal ganz schnell hier ein Rennen machen. Und hoffentlich werden sie auch gleich zum Anfang einen schönen Fotomodus mit einbringen. Ja, ganz toll. Ganz toll. Ganz toll hier. Also wenn man vorher Need for Speed fährt und hier jetzt das Spiel, das ist doch schon... Oh, wo ist denn eigentlich die Handbremse hier? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Zum Glück sind sie auch so ein bisschen langsam, die Kosmonauten hier vor mir. Oh, ein bisschen langsamer. Oh, ein bisschen driften geht auch. So, Turbo Boost komplett verbraucht. Lässt sich super mit dem Controller fahren. Das ist ja was für mich. Ja, die 1 da vorne, die will... Boah. Was für Kahn hier. Wenn ich wüsste, wo die Handbremse nochmal war. Welcher Knopf? Oh, wie dreckig der Wagen jetzt schon aussieht. Schönes Ambiente, schöne Strecke. Herrlich. Ich habe ja Turbo Boost, das vergesse ich mal. Oh! So, komm, jetzt bin ich wieder auf dem 4. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie mein Auto ist eigentlich überlegen, ne? Mit 1022. Das ist auch so mein stärkstes Auto, was ich jetzt hier im Stall habe. Und der Maximus ist auf dem ersten Platz. Geschuldet natürlich, weil ich das stärkste Vehikelchen habe. Also bedeutet das, wenn wir wirklich Crew-Rennen machen, Maximus muss den stärksten Wagen haben, dass er wenigstens mithalten kann. So, raus aus der... Ah, glaube, das ist Handbremse. Ich glaube, X war das. Ja, läuft doch viel besser so. Ah, und das Problem, was ich immer habe, ist... Eieieiei, weg hier. Wenn ich lenke und der linke Stick, wenn man reindrückt,
ist die Hupe, dann hupt er einfach permanent. Also Maximus hupt dann immer. Ist X doch keine Handbremse oder was? Ich stell mich an wie so ein richtiges Osterei, ne? Ich hab die falschen Reifen oben, das wird das Problem sein. Genau, ich hab die Sommerreifen oben. Ich bin auch nicht so. Muss ich ehrlich sagen? Bin auch. Nicht so feinfühlig manchmal, würde ich sagen. Aber wenn ich das sehe, ich muss immer noch sagen, The Crew sieht noch hübsch aus. Aber wer jetzt überlegt, das Spiel zu kaufen, entweder ihr habt. Vielleicht habt ihr ja nicht so viel Geld und ihr schaut mal, was bringt euch das? Also, weil ich glaube, das normale The Crew 40, 50 oder 60 Euro kostet das auf jeden Fall. Und das könnte vielleicht schon günstiger vielleicht für 20 Euro sein. Ja. Da muss dann jeder selber für sich entscheiden, weil ich immer wieder gefragt werde, bringt das noch was, The Crew 2 zu fahren, The Crew 1 zu spielen? Ja, es sind also auf dem PC sind definitiv immer Leute, die hier noch unterwegs sind. Aber viel mehr Spaß macht das natürlich, wenn ihr noch ein paar Freunde am Start habt. Na na, hau mal ab, du Ei. So, da vorne ist der nächste Checkpoint. Sonne geht langsam unter, oder? Oh. Und jetzt zum Anstieg. Den nehmen wir noch mal ein bisschen den Schubrakete. Oh, hau mal ab hier, du Made. Hau ab. Wie gesagt, mit Freunden macht das natürlich mehr Spaß, ne? Die dürfen aber nicht so gut sein. So. Damit haben wir es geschafft und die Ochsen laufen über die Straße. Herrlich. So kann das gehen. Ja, Mission erfüllt. Schön, schön. Und ein neues Teil in Platin Stufe 39. Ja, damit wird ein Auto noch ein bisschen schneller. Ja, ja, fortfahren. Mal sehen, ob das alles belohnt wird, dass ich hier im Spiel bin und fahre. Ich kann ja mal gucken, wo sind denn hier noch ein paar Spieler? Bei mir in der Nähe irgendwo? Wir müssen natürlich alles wieder anschalten. So, hier in der Nähe sind erstmal gar keine. Hier gibt es... wirklich, man kann hier Stunden, ich weiß gar nicht, über 100 Stunden habe ich bestimmt mit dem Spiel schon verbracht. Und jetzt bin ich hier ganz alleine. Ich sage, hier gibt es immer Leute, aber es kann sein, dass jetzt meine Leitung ein bisschen im Arsch ist. Der hat ja vorhin so ein Nattu-Gedöts was gesagt. Guck mal hier den Ochsen an. Oder die Ochsen. Oh. Entschuldigung. Ich finde, die Bremsen sind immer zu schwach bei mir. Ach, sieht das nicht herrlich aus. Cruisen durch die Gegend. Also von eurer Seite her könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr ein bisschen... wieder mal ein bisschen mehr The Crew sehen wollt. Als Alternative zu Forza oder halt auch zu Need for Speed. Naja, ein bisschen kaputt machen kann man auch, das ist immer gut. Eieieiei. Schlenker ich aber hier rum, ey. Hier, die Straße ist nass. Also, es ist auf jeden Fall, bevor ihr ein Rennen startet, solltet ihr definitiv mit dem Wagen euch... habt ihr gesehen? Solltet ihr euch mit dem Fahrzeug noch ein bisschen
vertraut machen. So, jetzt müssen wir erstmal hier so eine Nebenaufsache und ja, und das ist ganz toll. In dem Moment kommt hier so ein Ochse vorbei. Na, toll. Kann ja auch nicht so schnell aus umlenken hier. So. Na, Bronze haben wir auf jeden Fall. Irgendwo ist der Geist. Ja. Toll. Ein Bronzeteil bekommen. Diese Maus da, die nervt aber auch ein bisschen. Was ist denn jetzt los? Neues Teil. 7% mehr Punkte. Ausstarten. Genau. Fortfahren. Warum er dich beim Fortfahren denn weiter fortfährt? Naja, bestimmt, weil wir hier diesen Wagen fahren hier. Porsche. Oder Ruf. Vor uns ist die Volkspolizei. Komm, die werden wir mal ganz kurz ärgern. Das machen wir noch zum Abschluss. An alle Streifen, Verfolgung eines Verkehrsraudis in ihrem Bereich. Naja. Ich kann das Ziel wieder sehen, Zentrale. Okay, der vor. So. Hauen wir doch einfach mal ab. Ich kann das Ziel. Zentrale, wir können ihn wieder sehen. Alles klar. Na los, Jungs. Wollt ihr nicht? Bleibt ihr denn? Ich lasse euch mal ein bisschen Zeit hier. Es ist auf jeden Fall nicht ganz so kaugummi-lastig. Ja. So sieht's aus. Das Ziel ist entkommen. Jo. Alles klärchen. Doch, es sind doch ein paar Leute hier. Gut, alles klar. Mein Auto ist kaputt. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend. Kurze Info. Ich hoffe, der ein oder andere guckt da nochmal bei The Crew rein. Und ja, vielleicht machen wir auch mal wieder einen Livestream. Vielleicht von Breakfast. Ihr könnt ja mal entscheiden, was wollt ihr sehen. Live Breakfast oder live dieses hier. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich mache erstmal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.